Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmares. So, in der letzten Folge hatten wir mal das erste Mal eine Begegnung mit so einem komischen dicken Koch, der uns auch einmal erwischt hat. Aber dann, muss ich sagen, hat es relativ gut geflutscht und wir sind gut durchgekommen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter, was jetzt hier passiert, was uns erwartet. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und wenn ihr gespannt seid und euch das gefällt hier, lasst mir doch ein bisschen Support da, würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt aber genug gesammelt. Ich mache mal das Bildmachgerät an und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Gespannt, wie lange jetzt hier das Spiel noch geht. Ich denke mal, ein bisschen haben wir noch was zu tun. Ein, zwei, drei Folgen werden es noch werden, denke ich mir. Kommt noch darauf an, wie oft ich sterbe. Okay, hier haben wir schon mal ein Versteck. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, brauchen wir einen Schlüssel wieder. Hier ist ein Fahrstuhl. War mir klar, dass der jetzt hier kommt. Der eine Maske auf, oder was? Sieht so komisch aus jetzt gerade. Ich glaube, der geht hier aber auch nicht weg, oder? Alter Schwede. Wie kommen wir denn da weg? Warte mal, hat die Tür jetzt offen? Wenn wir jetzt hier das nochmal betätigen. Ah, hier kommen wir gar nicht hoch. Oder wir müssen hinter ihm lang. Hm.
Ja, ist ja klar. Jetzt musst du hier lang gehen. Das ist der Schlüssel. Ja, Scheiß. Man sieht ja auch nichts. Ich komme also nicht rein. Ah, okay, jetzt sind wir hier drunter. Hier können wir hoch. Wir gehen aber da erst nochmal weiter und schauen hier nochmal uns vielleicht so ein bisschen Wege an oder so. Da können wir auch gleich komplett durchziehen. Okay, hier wollen wir nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht hoch. Scheiße. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier
Okay, einer ist schon wieder weg. Okay. Wir sind irgendwie hoch. Irgendwie komische Masken haben die auf. Okay, der schnappt uns. Müssen wir irgendwie runter dann? Oh! WTF? Okay, wir müssen ganz schnell weiter. Trophäe erhalten, die Küche.
Was ist denn hier? Können wir hier nur vielleicht noch was machen? Ah ja, hier haben wir einen Speicherpunkt. Können wir den befreien? Können wir den hier hochwerfen? Ach, geht nicht. Warum soll ich nicht runterfallen? Ewig lange Leiter nach oben, aber wir können immer weiter nach oben. Okay, wir sind draußen. Okay, ich bin tot. Okay, gleich nochmal. Aha, da kommen schon wieder so eine komischen Köche oder sowas. Sind das vielleicht Gäste oder sowas? Weil vorher, das waren ja alles Köche, das könnten vielleicht Gäste sein. Wir arbeiten auf jeden Fall ziemlich weit nach oben jetzt. Aufpassen. Oh, das können Gäste, das sind Gäste. Die sind noch dicker wie die Köche. Mensch, ich könnte gar nicht mehr gehen. Gut, damit würde ich aber sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut. Glaube ich, ist ein guter Punkt. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ob wir die Gäste vor allen Dingen sehen und ob wir uns da irgendwie durchschleichen müssen. Ich denke mal schon. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal und vor allem auch mit den anderen Let's Plays. Gut, dann ciao, ciao, euer Andi.